Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Optionsstrategien TV. Wir sind immer noch bei den Strategien und heute auch wieder eine ganz einfache Strategie, eine Basisstrategie, die besonders für Anfänger geeignet ist, egal ob ihr jetzt Future-Optionen handelt oder ob ihr Aktien-ETF-Optionen handelt. Und zwar sprechen wir heute einmal über vertikale Spreads. Vertikale Spreads, das ist eine Bezeichnung, die vielleicht nicht jedem so geläufig ist, aber das ist die einfachste Form, einen sogenannten Optionsspread zu handeln. Und zwar liegt das daran, weil wir hier einmal eine Option kaufen, gleichzeitig eine Option verkaufen und diese Optionen sind erstmal gleich. Das heißt, es geht entweder nur um Puts oder entweder nur um Calls und sie haben die gleiche Restlaufzeit. Machen wir uns ein ganz einfaches Beispiel. Also, stellen wir uns vor, wir haben einen Preis, der nach oben läuft und wir sagen, okay, wir erwarten, dass dieser Preis, wo sind wir, hier sind wir, dass dieser Preis eben, wenn es nach oben geht, dass der auch stabil bleibt. Also, dass er eben entweder hier weiter seitwärts geht oder weiter steigt oder nur maximal oder nur ein kleines Stückchen fällt. Was würden wir dann in so einer Situation tun? Normalerweise würden wir sagen, okay, wir verkaufen hier einen Put. So, beispielsweise jetzt hier am Delta 10, wenn es eine Future-Option wäre, würden wir hier also einen Put verkaufen. Das heißt also, wir wissen, wenn der Preis nicht unter ein bestimmtes Niveau fällt, dann verdienen wir Geld. Also angenommen, wir haben hier einen Put-Verkauf von, was weiß ich, hier 110. Angenommen, haben wir hier einen Put-Verkauf, dann wissen wir, dass wir auf der Oberseite, sobald also die Preise weiter steigen oder stabil bleiben oder eben nicht unter diese 110 sind, werden wir hier die maximale Prämie verlieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass es irgendwo gibt es ja den Break-Even, nämlich die Prämie abzüglich des Strikes, umgekehrt Strike abzüglich Prämie, dass wir dann hier irgendwann zu einem Break-Even-Punkt kommen und dass es dann allerdings natürlich hier eigentlich unbegrenzt nach unten gehen kann, lediglich begrenzt durch die Zahl 0. Das heißt also, wenn hier unser Underlying auf die 0 fällt, und das wäre ja beispielsweise bei Aktien schon realistisch, eine Aktie kann theoretisch auf 0 fallen, nicht von heute auf morgen, haben wir schon darüber gesprochen, aber es könnte theoretisch passieren. Und davor haben natürlich viele Angst und sagen, Mensch, wenn das Ganze jetzt dann doch mal 20-30% fällt, dann bin ich natürlich hier mit meinem Short Put, habe ich ein Riesenproblem, ich bin deutlich im Minus, wie kann ich denn das machen? Und es geht eigentlich relativ simpel zu machen, nämlich mit Hilfe eines sogenannten vertikalen Spreads, denn zu dem verkauften Put, den wir jetzt gemacht haben, nehmen wir einfach einen Teil der Prämie, den wir bekommen haben, und kaufen einen Put, der etwas darunter liegt. Also wenn wir eben hier gesagt haben, was weiß ich, wir kaufen hier oder verkaufen einen 110er Put, den 110er, und wir haben irgendeine Prämie X bekommen, dann gehen wir eben her und sagen, von dieser Prämie nehmen wir einen Teil davon und kaufen eben jetzt beispielsweise einen, was weiß ich, sagen wir mal, einen 90er Put. So, und da der 90er natürlich weiter unten liegt, also weiter weg vom Preis, wird er billiger sein und damit werden wir am Ende immer noch eine Prämie erhalten, aber wir haben jetzt nach unten eine Absicherung. Und die Absicherung schaut halt so aus, dass wir sagen, okay, ab einem bestimmten Punkt, also es geht hier nach unten ins Minus, aber ab einem bestimmten Punkt, nämlich ab der 90, begrenzen wir unseren Verlust. Weil wenn wir uns mal überlegen, was haben wir denn für Rechte und Pflichten? Der Verkauf des Puts, dafür bekommen wir eine Prämie, verpflichtet uns auf Anforderung des Käufers, das Underlying zu kaufen. Okay? Short Put, du musst das Underlying kaufen. Wenn es natürlich jetzt weiter fällt, haben wir ein Problem, wenn wir das Long sind, das Underlying. So, der Long Put, den Put, den wir gekauft haben, der gibt uns aber ein Recht, weil wir haben Geld bezahlt, also erhalten wir ein Recht. Und das Recht, was wir erhalten, das ist, dass wir ab 90 das Underlying wieder verkaufen könnten. Okay? Das heißt, wir müssten es bei 110 kaufen, bei 90 könnten wir es wieder verkaufen. Und damit ist unser Verlust auf diese Differenz zwischen 110 und 90, also in dem Fall 20 Punkte, begrenzt, abzüglich natürlich der Prämie, die wir bekommen haben. Und deswegen wird es dann also so sein, dass wir sagen, okay,
Wir haben hier bei 110 jetzt den Korn verkauft, aber da wir einen Teil der Prämie wieder hergeben für den Kauf dieses Puts da unten, Entschuldigung, also Put haben wir gekauft, für den Put da unten gehen wir wieder her, wird halt das Ganze vielleicht so ja ausschauen. Weniger Prämie, aber dafür eine Absicherung nach unten. Und das ist halt etwas, was gerade für Anfänger, finde ich, eine sehr gute Strategie ist, weil so können sie sich in die Optionsmärkte wagen, in den Verkauf von Optionen, ohne Angst zu haben, dass sie vollkommen überrollt werden. Weil eins ist absolut Fakt, egal was passiert, selbst wenn der Preis jetzt hier auf Null fällt, mehr als diese 20 Punkte können wir nicht verlieren. Das geht nicht, weil wir eben das Recht haben, bei 90 das Underlying wieder zu verkaufen. Wir sind long einen Put. Umgekehrt, auf der Call-Seite funktioniert das natürlich genauso. Das ist für viele Anfänger ein riesengroßer mentaler Vorteil, dass man sagt, okay, ich weiß meinen Maximalverlust von vornherein, egal was jetzt passiert, ob der Markt jetzt implodiert, ich weiß, ich komme da mit einem blauen Auge heraus. Das kann immer noch ein relativ großer Verlust sein. Ich sage gleich noch was über die Zahlen, aber wir wissen, es kann eben nicht ins Unermessliche gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Zum anderen hat es natürlich den Vorteil, dass es deutlich die Margen absenkt. Also wer jetzt hier Short Puts beispielsweise handelt, das wissen wir, der muss eine Margin hinterlegen. Gerade für kleine Kunden kann diese Margin oftmals sehr groß sein, gerade im Future-Optionsbereich. Wer jetzt allerdings hergeht und sagt, okay, ich mache statt klassischen Short Calls, Short Puts einfach immer nur vertikale Spreads, das heißt von einem Teil der Prämie kaufe ich immer noch einen Put dazu oder kaufe einen Call dazu. Der minimiert natürlich das Risiko und Minimierung des Risikos bedeutet automatisch Minimierung der Margin. Und so ist es beispielsweise auch kleineren Konten möglich, mehrere Positionen gleichzeitig zu halten. Vier, fünf, sechs verschiedene Positionen und eben nicht nur ein oder zwei. Und das macht das Ganze insgesamt ruhiger. Es lässt den ganzen Kontoverlauf insgesamt ruhiger laufen. So, was sollte man auf jeden Fall bei diesen Spreads beachten? Oftmals werde ich gefragt, wie ist das Verhältnis zwischen eingenommener Prämie und maximalem Risiko? Und hier wäre das Optimum, dass man sagt, für jeden Dollar Prämie, den man einnimmt, hat man so maximal das Vierfache an Risiko. Also das heißt, hier ist von mir aus 20 und dann wäre das Risiko hier bei 80. Das wäre das Optimum. Das wird nicht immer gehen. Gerade im Aktienbereich wird es oftmals so sein, dass wir hier nicht 1 zu 4, sondern vielleicht 1 zu 10 haben. Das heißt natürlich jetzt nicht, und das verwechseln jetzt viele, dass sie dann sagen, okay, dann muss ich da aber eine extrem hohe Trefferquote haben, weil wenn ich einmal hier komplett verliere, dann bin ich doch die Trades der letzten 10, die Gewinner der letzten 10 Trades weg. Das stimmt nicht, denn wir werden auch diese Trades adjustieren, wir werden sie anpassen, wir werden sie eher schließen, rollen und so weiter und so fort. Das heißt, unser Ziel oder beziehungsweise unsere Intention ist es natürlich nicht zu sagen, ich setze einen Spread auf und lasse ihn jetzt einfach so laufen, sondern unser Ziel ist es immer, dass wir sagen, okay, ich habe ein maximales oder ein begrenztes Verlustrisiko nach unten, das weiß ich. Das heißt, ich kann entspannt auch in den Tag gehen, auch wenn mal was Größeres passiert, weil ich werde nicht ins Bodenlose fallen, aber ich habe dann natürlich entsprechend auch die Zeit, hier was zu machen. Also das ist ein Vorteil, geringere Margin, Nachteil, kleinere Prämie und was man auch beachten muss bei Spreads, da dauert es etwas länger, bis die verfallen. Warum? Weil der Zeitwert verfallen natürlich positiv wirkt für die Verkaufsoption, aber negativ für die Gekaufsoption. Das heißt, es minimiert sich etwas. Und wenn du eben vorweg sagst, von mir aus hattest bei der nackten Put-Option am Tag 5 Dollar Zeitwertverlust, dann hast du eben jetzt mit so einem Spread am Tag vielleicht nur 3 Dollar Zeitwertverlust. Also es geht langsamer, bis du Geld verdienst. Aber gerade für Anfänger eine sehr, sehr gute Strategie, die ich jedem auch unbedingt ans Herz legen würde, dass er, wenn er anfängt mit dem Verkauf von Optionen, mit Spreads anfängt. Das war's für heute. Im nächsten Video geht's weiter mit einer anderen Strategie. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Servus. Bye bye.